Von Armenien nach Wien. Nare Agamanyan füllt die großen Konzertsäle dieser Welt und setzt sich als Bösendorfer Artist für die neue Musikergeneration ein. Hallo liebe Nare. Hallo liebe Uschi. Ich freue mich sehr, dass wir heute im Bösendorfer Salon uns treffen und du uns ein bisschen einen Einblick gibst in deine Arbeit und in dein Leben. Du bist eine mittlerweile sehr bekannte Pianistin. Nare Agamanyan, was für ein Name, das klingt schon so melodisch. Du stammst aus Armenien und bist schon, glaube ich, mit 5 oder 6 Jahren als Wunderkind gefeiert worden. Wie hat sich denn das ausgewirkt? Du hast schon mit 3 begonnen, Klavier zu spielen? Also meine Begegnung mit Klavier war auch sehr interessant, wie ich angefangen habe, Klavier zu spielen. Wir hatten in 1988 im Dezember ein großes Erdbeben in Armenien. Ich bin einen Monat nach diesem Erdbeben geboren. Und wir hatten ein paar Jahre keine Elektrizität und kein Wasser. Es war wirklich sehr schwer. Und eines Tages, meine Mutter war schwanger mit meinem Bruder und ich war 3,5. Und sie hat mir gesagt, es ist ein bisschen schwer für mich, dich zu holen, wenn du im draußen spielen gehst, im Dunkeln. Lass doch hier alleine in diesem Haus spielen. Und sie hat mir Klavier gezeigt. Das ist das erste Mal, dass sie Klavier geöffnet hat, die Decke, und sagt, schau, das ist auch ein Spielzeug. Du kannst auch mit diesem Spielzeug spielen. Mhm. Du drückst die Taste und es klingt. Und das war für mich eine Entdeckung. Und ich kann mich jetzt bis jetzt erinnern, wie besessen war ich von dem Klang. Das hat mich so getroffen. Und ich habe gedacht, mein Gott, das nimmt mir zu anderen Welt. Und ich habe angefangen, also ich wusste nichts vom Klavierspielen und so, weil mein Vater hat durch diese Erdbeben seine Brudersfamilie, ganze Familie verloren und wir hatten keine Musik zu Hause gehabt. Also er hat das nicht gemocht. Und ich habe angefangen zu spielen und meine Mutter hat gesagt, sie ist mehrere Stunden später gekommen. Ich kann mich dann erinnern, es gab noch die Kerze. Die Kerze war aus und sie hat gesagt, sie hat mich entdeckt, mit 10 Fingern irgendwelche Harmonien zu entdecken und zu spielen. Das habe ich irgendwie selber hineinbekommen. Intuitiv hast du das intuitiv gemacht? Ja. Mhm. Ganz intuitiv. Und am nächsten Tag hat meine Tante mich in die Klavierschule gebracht und sie haben aber gesagt, sie ist zu klein und sie darf noch ein Jahr zu Hause bleiben und dann kommen sie erst nächstes Jahr. Auf dem Weg zurück habe ich meine Mutter gefragt, du hast doch Klavier gelernt, bitte kannst du mich das beibringen, ich will unbedingt Klavier spielen. Und dann hat sie mich die Noten gelehrt und dann habe ich angefangen, jeden Tag mehrere Stunden neue Sachen zu spielen und selber zu entwickeln und neue Musik zu lernen. Das war für mich höchster Spaß und ich habe 7-8 Stunden pro Tag gespielt, ohne dass mich jemand gezwungen hat. Jetzt spielst du Konzerte auf der ganzen Welt, natürlich hier in Wien im Musikverein, wo wir heute auch sind. In New York, in der Schweiz, überall. Wie bereitest du dich denn vor? Es kommt darauf an, was ich spiele und was für ein Repertoire ich spiele, weil bei mir ist oft passiert, dass ich kurz vor einem Konzert, wo eine Kollege abgesagt hat, musste einspringen. Und 5 Tage vor einem Konzert zum Beispiel, es gab eine Geschichte mit Montreal Symphony und mein Agent hat angerufen und gesagt, es gibt eine Möglichkeit zu spielen, allerdings, ich weiß nicht, ob du dieses Konzert gespielt hast oder nicht, Kent Nagano wird dirigieren und Kent Nagano für mich ist einer der Besten. Mhm. Und das war Beethoven, die Choralfantasie. Ich kannte diesen Stück, aber ich habe das nie gelernt und nie geübt. Mhm. Und ich habe das innerhalb von 5 Tagen vorbereitet, bin hingegangen, habe gespielt, niemand hat was gemerkt. Mhm. Also es kommt darauf an, was ich spiele. Und wenn ich zum ersten Mal ein Repertoire aufs Konzert spielen muss, da bereite ich mich vor schon einen Monat, 1,5 Monate vorher. Mhm. Und ich versuche immer wieder, dieses Stück als Schwerpunkt in meine Routine, in meine Tagesroutine zu haben. Mhm. Und wenn ich auch nicht mit Klavier mich beschäftige, weil ich beschäftige auch mit Noten,
ohne Klavier viel. Und das ist ein bisschen so wie Einstudieren. Mhm. Beim Einstudieren braucht man nicht diesen Instrument immer. Da ist dieses Instrument gibt unsere Ideen nach, was wir vorher für eine Vorstellung hatten, da können wir auf Klavier das fortsetzen. Mhm. Aber die Idee muss man zuerst haben. An welchem Klavier sitzt du denn heute hier? An welchem Flügel, sagt man? Wir haben hier einen wunderschönen Flügel, Secession Limited Edition 214. Fantastisches Klavier, klingt sehr, sehr schön. Und Bösendorfer hat auch fantastische Camellia-Modell, was ich auch neulich präsentiert habe. Und normalerweise spielt man aufs Konzert bei WC280. Die sind größere Klaviere, die sind auch viel mehr stärkere. Und ich denke, dass jedes Instrument ist wie eine eigene Persönlichkeit. Manche Instrumente, die da bei größeren Sälen stehen, die sind mehr starkere Instrumente, weil es gibt ein Publikum von 3000, 4000. Sie müssen diese ganze Publikum, den ganzen Saal ausfüllen mit dem Klang. Ich liebe aber auch kleinere Instrumente, weil die sind so sehr ätherisch, sehr zart und man muss immer wieder versuchen, die verschiedenen Klangfarben. Bösendorfer ist sehr reich mit Klangfarben. Verschiedene Welten, verschiedene Ebenen, verschiedene Schichten, das kann man alles bei Bösendorfer hören. Und wenn man den Klang hört, da versinkt man sich in diesen Klang. Über die Arbeit mit den Bösendorfer Artists erzählt uns Geschäftsführerin Sabine Grubmüller mehr. Liebe Sabine Grubmüller, Sie sind Geschäftsführerin von Bösendorfer. Jetzt haben wir von der Nare viel erfahren über Bösendorfer. Aus Ihrer Warte, wie sucht denn Bösendorfer seine Artists aus? Wie wird man Bösendorfer Artist? Was muss man da für Kriterien erfüllen? Für uns als Hersteller ist es natürlich ganz besonders wichtig, unsere Botschafter zu finden. Künstler sind ja unsere Botschafter. Wir pflegen seit jeher ein ganz enges Verhältnis zu denjenigen, die eben Bösendorfer lieben, die die Magie des Bösendorfers empfinden und die durch unseren Klang und auf der anderen Seite natürlich auch durch die technischen Möglichkeiten inspiriert werden. Mhm. Denn hätten wir keine Bösendorfer Artists und Friends und Ambassadors, dann wäre ja unser Klavier, unser Flügel nur ein Möbelstück. Mhm. Jetzt gibt's im Bösendorfer Salon, ist das, wir haben das zuerst gesehen, ist das sehr locker, da darf man reinspazieren, da darf man sich umschauen, da darf man auch ein bisschen herumprobieren, ja. Ja. Das heißt, ihr habt hier einfach offen, da kommen die Leute, schauen sich das an, das ist eine sehr offene Atmosphäre. Ja, denn das ist ja das, was wir wollen. Die Leute inspirieren mit unserem Wiener Klang, der sehr speziell ist, weil der Bösendorfer Flügel sozusagen anders gebaut wird als alle anderen Flügel. Ihr habt das Patent auf den Wiener Klang. Auf den Wiener Klang sozusagen, ja. Und ja, und dann freuen wir uns einfach. Man kann bei uns sich auch ein Studio mieten und man eine Stunde für sich alleine spielen. Mhm. Man kann bei uns auch in die Manufaktur nach Wiener Neustadt fahren. Mhm. Und wir zeigen Ihnen, in welcher wirklich tollen Handwerkskunst die Instrumente erzeugt werden, wie viel Gespür und Gefühl von unseren Mitarbeiterinnen da drinnen steckt. Mhm. Und das ist das, worauf wir stolz sind. Ja, und das, was wir weitertragen wollen, von Generation zu Generation. Jetzt bist du Bösendorfer Artist. Was bedeutet das? Also ich fühle mich sehr geehrt und sehr, sehr glücklich und gesegnet, als Bösendorfer Artistin aufzutreten. Seit 2015 habe ich diesen Titel bekommen und Bösendorfer sind fantastische Instrumente. Die sind eigentlich ein Bösendorfer Instrument zu haben, für mich war mein Traum. Man hat mich immer wieder gefragt, was für ein Instrument würdest du lieber haben? Mhm. Und meine erste und immer gleiche Antwort war Bösendorfer. Mhm. Und
Ich kann nicht mehr glücklich sein, Bösendorfer Artistin genannt zu werden, weil ich bekomme diese wunderschönen Instrumente immer, wenn ich große Konzerte habe oder Aufnahmen habe, da kann ich wirklich diesen Luxus von Klaviere, nämlich Bösendorfer, haben. Und das ist für mich schon eine sehr, sehr, sehr große Hilfe, weil das, was wir machen, das, was wir arbeiten, ist 50% und andere 50% hängt vom Instrument ab. Mhm. Wie viel schaffe ich aus dem Instrument? Weil das ist eine Reproduktionsphase, was man auf Klavier setzt. Und wenn man viel macht, aber Instrument reagiert nicht, da ist man sehr enttäuscht, dass man nicht wirklich geschafft hat, was man... Aber Bösendorfer Instrument, ich habe immer wieder gesagt, bei Bösendorfer, die Gedanke kommt bei mir und sofort Instrument reagiert. Sofort, in jedem Augenblick. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Bösendorfer spürt, was du denkst. Der Flügel spürt es. Genau, bevor ich fange, diese Idee zu haben, um etwas zu machen, macht der Bösendorfer schon für mich. Was sind denn deine Zukunftsvisionen? Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Ich habe viel Leidenschaft, auch zu unterrichten. Und ich mache sehr viele Meisterkurse. Ich habe auch in Armenien ein paar Protégés, die ich sehr unterstütze. Und ich glaube, diese Ausbildung, die ich bekommen habe, muss ich wirklich weitergeben. Und ich sehe mich nicht nur als konzentrierender Pianist, als auch ein Lehrer. Und ich arbeite jetzt auch in Galicia Musikkonservatorium und Wiener Musikakademie. Und ich sehe mich auch jemand als, dass die neue Generation was Neues bringt. Wodurch unterscheidet sich denn die neue Generation der Musikerinnen, Pianistinnen von der vergangenen Generation? Oder von der Generation, die wir noch kennen, wo alles noch sehr, sehr steif war und sehr ernst? Es ist sehr interessant zu betrachten, wie sich Musik- und Klavierwelt entwickelt hat. Dadurch, dass wir technologische Entwicklung hatten und zurzeit mit Telefons und Social Network und alles Mögliche haben, habe ich eine gewisse Tendenz bei Musikkollegen oder Musikstudenten gesehen, dass sie nicht mehr so zielstrebig sind als vorher. Vorher hatten wir diese ganze Sache nicht gehabt und wir haben uns wirklich konzentriert, so gut, so zielstrebig und so fantastisch uns vorzubereiten, wie es möglich ist. Ich glaube, für einen Erfolg braucht man nicht nur Talent, sondern auch Disziplin. Das ist ein gutes Stichwort, ja, ja. Ja, weil Talent alleine reicht nicht. Man kann 99% Talent haben, 1% Disziplin, man wird nichts erreichen. Umgekehrt vielleicht. Also Klavierspielen ist sicher auch Disziplin, ganz, ganz sicher. Ja. Weil es immer mit Üben zusammenhängt, egal auf welchem Level man ist. Und Begeisterung noch. Ich habe zum Beispiel in Japan, in Korea und in China ganz junges Publikum gesehen, die wirklich interessiert sind, ins Konzert zu kommen. Hier in Europa haben wir das leider nicht. Und ich würde mich so wünschen, dass auch jüngere Leute ins Konzert kommen können, egal ob sie beruflich Musiker werden oder nicht werden. Das ist einfach eine eigene Weltanschauung, die sie, das muss man wirklich erziehen. Weil wie andere Sachen, wie uns beschäftigen und Ausbildung machen, unser Ohr braucht Erziehung. Wenn man einmal ins klassische Konzert geht und besucht, das reicht nicht. Wenn man ständig geht, dann wird man die Liebe ins klassische Musik finden. Und wir brauchen irgendwie eine Methodik zu finden, diese Leute regelmäßig ins klassische Konzerte zu führen. Musik ist die Art, wie ich mich ausdrücke, wie ich meine Gefühle zeige. Wann immer ich auftrete, versuche ich, mit der Musik zu sprechen, sagt Naree. Und ich bin sicher, von ihr werden wir noch sehr viel hören. Passt gut auf euch auf, wir sehen uns!